Hallo und herzlich willkommen bei Karin John Tour. Das findige Auge sieht, ja, wir sind in Leipzig, wir sind nicht zur Buchmesse hier, sondern für Weihnachten quasi. Weihnachten für BMW-Fans, ein M3 CSL und ein M4 GTS. Das heißt, wir haben beide Autos schon mal bei uns im Einblick gehabt und jetzt so ein bisschen mal Meinungen und der direkte Vergleich von den beiden Autos. Also, wenn ihr auch, so wie ich, noch ein paar Impressionen tanken wollt, bleibt mal mit dran. Hier stehen sie also, die zwei hübschesten. Wobei ich würde sagen, das ist ja so mein persönlicher Favorit, ein E46 und dann in seiner extremsten Form. Und 2015 hat BMW ein Auto vorgestellt und hat gesagt, wir knüpfen an, wo dieses Auto aufgehört hat. Ja, und wir schauen heute mal, ja, was haben sie denn eigentlich gemeinsam? Oder was sind denn auch die großen Unterschiede zwischen den beiden Autos? Und welches ist purer, welches ist schneller? Für welches sollte man sich vielleicht entscheiden? Oder vor allem auch, was ist meine Meinung? Ihr könnt eure auch gerne mitteilen. Grundkonstrukt, ja, man nimmt das 3er Coupé, beziehungsweise er hieß dann ja später mal 4er und versucht ihn so sportlich wie möglich zu machen. Grundsätzlich gibt es die MGmbH und die sagte, wir machen einen M3, beziehungsweise M4. Und das ist der jeweilige Versuch, nochmal diese Schippe darüber zu geben. Wie viele Stück gibt es? 700 zu 1383. Das heißt, das seltenere Auto steht auf jeden Fall hier. Der preisliche Unterschied zum normalen M3 bzw. M4 ist hier auch deutlich größer. Das heißt, das hier ist das extremere Auto. Also wenn man mal beim M3 von damals anfängt, was hat man denn da so an Besonderheiten reingebracht? Das Carbondach war auf jeden Fall ein großer Punkt. Denn in noch keinem anderen Auto vorher konnte man bei BMW ein Carbondach bekommen. Hat das sein jüngerer Bruder? Ja, das hat er auf jeden Fall auch. Und das große Thema hier war halt Leichtbau. CSL steht für Coupé Sport Leichtbau. Und wie viel hat man hier geschafft? 150 Kilo weniger als das Serienfahrzeug. Wie geht sowas, indem man sehr radikal war? Dünneres Glas, das Carbondach, dünnwandigere Abgasanlage, hinten nur Pappe im Kofferraum. Selbst mein Werkzeugset ist nicht hier oben am Deckel in der üblichen Größe. All das musste irgendwie weichen. Selbst der Pannenaufkleber ist ein Stückchen nach unten auf die Stoßstange gewichen, um irgendwo das Thema Gewicht umzusetzen. Aber das ist hier ganz ähnlich. Das heißt, auch hier haben wir das dünnere Glas, wir haben das Carbondach, wir haben eine andere Abgasanlage, die weniger wiegt, aber dafür noch einen normalen Kofferraum, in dem sogar Wasser ist, das wieder ein bisschen Gewicht mitbringt. Aber das heißt, dieses Thema Carbon haben beide mit dabei und das Thema Leichtbau. Ein Tick effizienter ist es hier umgesetzt. Das sieht man vor allem im Innenraum. Aber was man außen noch ganz gut sieht, wie sich Formensprache verändert hat. Das heißt, wir haben ein E46 Coupé, ein wunderschönes Auto. Wir brauchen ein bisschen Platz für die Achsen. Und dann sieht man sowohl hinten als auch vorne beim Radlauf, wie er sich sehr geschwungen, sehr rund nach außen wirbt. Beim Vierer hatte man ein bisschen eine andere Ausgangssituation. Da kommt quasi der ganze Kotflügel, das ganze Auto so ein Stückchen rausgezogen. Am extremsten sieht man es klar beim M2, weil das Auto dann noch kürzer ist. Aber auch hier, das Seitenteil geht schon in einer viel größeren Fläche nach außen, während das hier auf einer kürzeren Fläche umgesetzt ist. Ja, und dann hat man bei beiden halt am Spoiler gearbeitet. Hier in der großen Form, die einstellbar ist, hier mit dem Bürzel. In beiden Fällen halt aus Carbon. Aber warum sage ich jetzt, dass beim einen ein bisschen, extremer umgesetzt wurde als beim anderen. Das sieht man halt irgendwo tatsächlich bei den Innenraumelementen. Klar, ich habe im M4 GTS keine Rückbank, sondern einen Käfig. Das sieht extrem aus, während ich hier noch eine normale Rückbank habe. Aber wenn man zum Beispiel hier mal die Tür aufmacht, da sieht man Fensterheber und Ähnliches
ist alles in die Mitte gewandert. Und meine komplette Mittelkonsole ist umgestaltet und ich habe keine besonders hochwertigen Materialien. Das heißt, natürlich hochwertig im Sinne von Carbon und Alcantara habe ich oder sind super Materialien, aber ich habe nicht noch alles zusätzlich mit Leder bezogen. Ich habe jetzt kein großes Navi und Ähnliches drin. Das heißt, das sind wieder so ein bisschen Punkte, die Gewicht mit reinbringen. Genauso auch das Thema Einstellbarkeit. Kann ich dieses Auto hier in einem weichen Setting fahren? Nein. Kann ich nicht. Das heißt, ich kann zwar die Schaltgeschwindigkeit auswählen, aber das SMG ist nicht für jeden Tag geeignet und es hat immer so seine ruppige Eigenart. Und dann ist tatsächlich der größte Unterschied bei den beiden Autos, wenn man sich mal reinsitzt und losfährt. Es liegen 130 Kilo zwischen diesen beiden Autos. Na klar, jetzt sagt der andere, es liegen auch 140 PS zwischen den beiden Autos. Und jetzt sei gesagt, diejenigen von euch, die auf richtigen Vortrieb stehen, das ist euer Auto. Er geht einfach wie Schmidts Katze. Wenn ich mal über den 3000 Umdrehungen bin, geht es einfach nur noch gnadenlos vorwärts. Da braucht der alte Freund hier ein bisschen mehr Drehzahl. Und auch dann kommt er nicht ganz auf Touren. Aber wenn eine Kurve kommt, wenn alles das, was ich fühle, dann ist das hier das emotionalere Auto. Er dreht ein bisschen höher. Aber es ist auch völlig egal, wenn ich hier bei 3000 ins Gas gehe und das Ansauggeräusch wahrnehme. Ja, da geht einem tatsächlich das Herz auf. Und wenn man dann noch mal beide Motoren so vor Augen hat, auch da hat man wieder dieses tolle Carbon-Thema. Aber wenn man diese beiden Autos vergleicht, ist am Ende des Tages tatsächlich die Frage, will ich das emotionalere Auto oder will ich tatsächlich das schnellere Auto? Und jetzt dann bleibt doch so, ja, aber warum ist er dann so viel teurer als dieses Auto? Ja, Carbonbremsen, Carbonfelgen, das sind alles Themen, die gab es damals noch nicht. Man ist an das Maximum des technisch Machbaren gegangen. Und hier halt auch. Und dazwischen liegen halt tatsächlich irgendwo 12 Jahre Entwicklung. Und in diesen 12 Jahren ist tatsächlich auf dem Automarkt viel passiert. Und das bedeutet tatsächlich, ich als Kunde, egal in welchem Land ich bin, erfülle alle Abgas-Crash-Vorschriften und kann meine Oma in dieses Auto setzen. Und sie wird sicher am Ziel ankommen, solange sie den Automatikmodus nicht verlässt und niemals über 3000 Umdrehungen ist. Hier ist das anders. Ich muss mehr lenken. Alles ist anstrengender. Alles ist mehr mit Arbeit verbunden und pureres Autofahren. Jetzt so die Frage, ja, was definiert dann für euch so ein bisschen die BMW-DNA? Denn sie haben viel gemeinsam, aber halt auch Unterschiede. Beide haben das Standardgrau übernommen. Das sind wenige Farben, die verfügbar sind und haben dieses Design. Und deswegen haben wir so dieses kleine Add-on nochmal gegeben, nur um mal so ein bisschen zu vergleichen. Auch wenn man nochmal die Innenräume sieht. Ich habe Multifunktion mit unglaublich vielen Tasten. Ich habe eine Taste. Ich habe USB, Aux-In, alles Mögliche. Ich habe, wenn ich Glück habe, ein Radio, denn der Vorbesteller hat das Ganze mitbestellt oder nicht. Genauso auch, ich habe dieses pure Ansauggeräusch zu. Ich habe natürlich einen Sound, der ein bisschen hier und da komponiert wurde von den Leuten, die gerne Abgasanlagen verkaufen. Und das ist so das Thema. Beide sind in ihrem Zeitgeist ganz vorne gewesen. OLED, aber auch damals ein Dreier-Coupé-Facelift mit diesen LED-Elementen. Das war damals unglaublich geil, wenn man sowas mal gesehen hat und auch bekommen hat. Aus meiner Sicht ist das die konsequentere Variante, weil es noch ein kleines bisschen roher ist. Aber dieses Video ist eigentlich nur dazu da, damit ihr einerseits noch mal ein paar schöne Bilder von den Autos seht, weil ein Einblick eine halbe Stunde reicht ja nicht. Und das andere ist, damit ihr ja, uns mal mitteilen könnt, was ist, wer denn eure Entscheidung? Meine Entscheidung wäre ganz klar der E46, aber ich bin auch in den E46 verliebt und ich mag dieses Saugerkreischen in Kombination mit dem Ansauggeräusch, was ich vorhabe, dann nehme ich auch gerne das SMG mit im Kauf, denn das gehört am Wochenende irgendwo mit dazu. Ja, das war's hier aus dem schönen Leipzig. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Bilder von den Autos genossen. Und dann wäre die Frage auch, was muss denn BMW machen, um so etwas nochmal auf die Beine zu stellen? Oder ist sowas vielleicht sogar unmöglich? Wir sehen uns im Einblick wieder. Euch bis dahin immer gute Fahrt und ciao.